Passero, Jena. Roche Passau. Roche. Kurja da. Hoi, Kurja. Hier, Kurja. Kurja. Sechs Löwen und eine Löwin, da gibt's manchmal kleine Eifersüchteleien. Sie sehen, der linke Löwe, der hat keine Quaste mehr am Schwanz. Die ist ihm bei einer Rauferei abhanden gekommen. Und der hier hat zugebissen. Das ist der andere, der keine Quaste mehr am Schweif hat. Die Löwin heißt Mandy. Sie war vor einem Jahr sehr, sehr krank. Der Tierarzt glaubte nicht, dass er dir durchbringen konnte. Aber dann hat er ihr eine fleischlose Hundediät verschrieben. Und das hat sie zu sich genommen und sie ist wieder ganz gesund. Und ich glaube, dass sie ihrem Tierlehrer sehr dankbar ist. Wir werden das nachher noch sehen. Feuer bedeutet für ein Tier natürlich höchste Gefahr. Alles flieht, alles gerät in Panik. Aber Jerry hat es verstanden, den Tieren auch in diesem Falle Vertrauen einzuflößen, dass sie ihm gehorchen. Jerry sagt, das ist der Grund, warum ich keinen Bauch bekomme. Die Löwin, sie wiegt 170 Kilo und jetzt lässt er sie erst lecken. Das ist ein Zeichen der Freundschaft. Wenn sie die Hand nicht annimmt, nicht leckt, dann ist sie schlechter Laune. Das kann man natürlich nur tun, wenn man dem Tier hundertprozentig vertraut.
Aus, bitte. Cesar! Bitte schön, geh raus. Sag mal, willst du nicht raus? Jerry. Ja? Versuchen Sie es doch mal mit ein bisschen Fleisch. Vielleicht, ja. Zeichen höchster Anerkennung. Seine Löwen und seine Bernardiner.